Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Mann zu uns, der einer der Stars der Mash-Up-Szene ist. Was das genau ist, werden wir Ihnen gleich erklären. Bitte begrüßen Sie David Wessel alias Ben Stiller. David oder David, wie ist es richtig? David, halb Amerikaner. Halb Amerikaner. Gebürtiger Kölner, aber halb Amerikaner. David Wessel. Wessel, nee, das ist der deutsche also Nachname. Also das ist der deutsche Name, okay. Amerikanischer Nachname wäre Sprague gewesen. Meine Mutter wollte mich eigentlich Wesley nennen. Okay. Bei Wesley Wessel, mit einem S-Fehler, ist das nicht so die geilste Kombi. Deswegen bin ich über David Wessel ganz happy. Du bist Mash-Up-DJ. Ja. Ja. Und mir persönlich gefällt das ja sehr gut, weil es völlig neue musikalische Horizonte eröffnet. Ja. Erklär den Zuschauern kurz, was ein Mash-Up ist. Mashup stammt aus dem Englischen und heißt so viel wie vermischen, Collage. Ja. Und Mashup entsteht in der Musik dann, wenn du Einzelelemente von unterschiedlichen Songs, beispielsweise die Vocals von Song A und das Instrumental von Song B nimmst und daraus was Neues kreierst. Wenn es denn zusammenpasst. Wenn es harmonisch und beattechnisch zusammenpasst. Manchmal passt es gar nicht. Es gibt Wir haben gerade von der Band gehört, die haben I'm Yours gespielt, ne? Genau. Mit der Melodie von Don't Worry, Be Happy. Ja. Mach nochmal bitte gerade. Pass auf, lass erstmal die Melodie weg und dann fängst du später an. Sozusagen. Funktioniert nicht mit allen Liedern. Man kann nicht beliebig Lieder nehmen, nee. Aber dadurch, dass teilweise die Melodien auch über andere Harmonien funktionieren, genau. Ergibt sich ein anderes Bild. Auf einmal kann ein trauriges Lied happy wirken, genau. Oder auch eben umgekehrt. Genau, man kann ganz neue Klangfarben und Klangbilder erzeugen. Genau. Das war gerade, ich fühle mich geehrt, ein Mashup von mir. Und das ist ein ganz gutes Beispiel einfach für zwei Tracks, die an und für sich nichts miteinander zu tun haben, aber zusammen irgendwie was komplett Neues ergeben. Du machst es eben ja, du produzierst es ja nicht neu, sondern du nimmst die Tracks und dann filterst du den Gesang aus dem einen Song raus, genau. Und legst ihn auf das Playback vom anderen. Man muss es genau. Auch ein bisschen teilweise angleichen, noch in der Tonhöhe, damit es passt. Um euch das Konzept jetzt erstmal näher zu bringen, fangen wir mal ganz easy an. Man darf es ja blöderweise nicht auf Platte rausbringen, weil es rechtlich nicht geht, dass man Songs von verschiedenen Künstlern vermischt. Würde es sogar tatsächlich. Also es kommen immer wieder Labels an und wollen irgendwas lizenzieren, um das dann zu releasen. Aber es geht so ein bisschen wieder meine oder gegen meine Natur. Ja, weil ich benutze ja immerhin die Musik von anderen, ja, und bin nicht der Meinung, dass da ein derartiger Mehrwert entsteht, dass ich deswegen das jetzt monetisieren sollte. Sehr gut. Endlich mal jemand mit Charakter. Unglaublich. Ja. Sind wir schon zwei, also, ja? Zeig mal. Genau. Green Day. Wer kennt Green Day? Ich, Herr Lehrer. Wer mag Green Day? Sehr gut. Worauf ich hinaus will, Green Day ist ein gutes Beispiel. Man könnte aber auch, wenn man jetzt hätte... If you're going to San Francisco... Wenn man singen könnte... oder man macht... Das ist die Alternative. Ja. Green Day klaut ganz gerne bei anderen. Ja, zum Beispiel bei dem... Hey Jude, don't make it bad. Zum Beispiel. Bei Bad passt es nicht mehr, aber sonst ist es okay. And make it better. Und ein weiteres Beispiel, man kann ja auch mehrere Songs nehmen. Und rekombinieren. Man könnte ja zum Beispiel noch die Jackson 5 reinpacken. Ja, bitte. Wenn man Lust drauf hätte. Ganz simples Beispiel. Ja. Ist halt jetzt eher so Richtung Ballade. Da merkte man zum Beispiel, dass die Stimme von Michael Jackson ein bisschen hochgepitcht werden musste, um da musikalisch drauf zu kommen. Und das ist das Verrückte. Hör dir das mal extrahiert an. Also wir hören jetzt tatsächlich nur die Vocals.
Und das sind tatsächlich die Original-Vocals aus dem Studio. Da ist nichts extrahiert. Du hast es rausgefiltert, die Musik hinten. Nein, nein. Es gibt wieso hast du den Solo-Track? Weil ich Connections habe. Ja, tatsächlich. Also du musst dir vorstellen... Also du hast den Solo-Vocal-Track von Michael Jackson bekommen? Oder wo genau, ist jetzt nicht so, dass ich Michael, als er noch da war, angerufen hätte und gesagt habe, hey, schick mal rüber, ich will da was machen. Aber es ist so, gerade die alten Motown-Geschichten, die ganzen Studiosachen, das sind irgendwelche Produzenten. Ja, da kommt noch was. Die ganzen Produzenten haben halt die Sachen teilweise von Studios gerippt. Okay. Und die gibt's dann schon. Zeig uns so, noch ein paar Beispiele. Ja, bisschen was Spannenderes, zwar jetzt ein bisschen nicht so flott. Den kennt ihr alle. Das ist Liebeslied von, nicht Liebeslied, sag ich schon, Satellite von Lena. Und als ich den das erste Mal gehört habe, da warst du ja nun mal auch involviert. Ja. Ich glaube nicht beim Komponieren, aber bei allem anderen. Als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, kennst du irgendwie? Das ist Liebe auf den ersten Kick. Nicht mal Drum und Bass. Gleich als Songfall. Ja, erstmal ist das nur der Beat, ne? Du abwarten. Ja, okay. Gefunden, ist immer so voreilig. Gib den ganzen paar Sekunden, um sich zu entwickeln. Jetzt haben wir. Die Gitarre. Okay, ich sehe schon, Begeisterung sieht anders aus. Ja. Aber. Ich wette, spätestens mit der nächsten Nummer kriege ich dich. Da packe ich dich nämlich an bei deiner Eitelkeit. Okay. War der Hade Dude da? Den Jungen unter euch vielleicht noch im Begriff. Ist inzwischen 10 Jahre alt. Ein riesen Hit. Uptown Funk von Mark Ronson, auch ein Riesenhit, gerade in den Charts weltweit. Das heißt, der war nach mir, der hat mir nachgemacht. Ohne Scheiß, du kannst ihn verklagen. Als ich den gehört habe, dachte ich mir, ich sollte mal den Herrn Raab anrufen und ihm sagen, da gibt's Geld zu holen. Naja, jedenfalls können wir uns das mal anhören. Warte, dann müssen wir noch kurz das A Cappella dazu laden. Ja. Wo hast du das denn her? Das ist ein gutes Beispiel, weil das habe ich mir jetzt tatsächlich extrahiert, weil das gibt es nicht. Das ist ein aktueller Welthit, die hauen natürlich nicht einfach das A Cappella raus. Das heißt, ich bin hingegangen, klingt wie Scheiße, weil ich es extrahiert habe. Ja. Und du musst dir vorstellen, du nimmst den Originaltrack, das Instrumental, substrahierst das Ganze und was übrig bleibt. Das wird zu kompliziert. Zeig, was kompliziert. Du damit machst. Ja, okay, yeah, baby, machen wir mal. Hade Dude da. Ja? Da ist meine Musik drunter. Ja. Das ist ja bei der Hade Dude da. Viel besser. Viel besser, oder? Viel besser so. Also beides sogar. Ja, beides. Also ist beides besser. Ich meine, das wird natürlich... Sehr gut. Ja, du kannst natürlich auch gerne hier mal rummixen. Also, ja. Schönes Beispiel. Das sind natürlich recht triviale Beispiele. So im Clubbereich wird das Ganze flotter, ein bisschen mehr verdichtet, aber um das Konzept dann zu erklären. Dann machst du dann auf. Genau, dann stehe ich da und mache die Tanzveranstaltung. Genau. Bin da echt weltweit mit unterwegs seit ein paar Jahren. Bin da sehr dankbar. Und alles kann man auch auf deiner Homepage sehen. Das ist mashup-germany.de. Und da kann man sich noch ein paar Tracks anhören wahrscheinlich. Genau, und runterladen. Illegalerweise. Bitte verklag mich nicht, liebe Labels. Echt? Dankeschön. Ja. Und runterladen, ja. Ja. Dann machen Sie das doch, meine Damen und Herren. Vielen Dank, schöner... Dankeschön. Schöne Demonstration, meine Damen und Herren. David Wessel.